wegen Items und wegen Magie. Das hat den folgenden Grund, und zwar denke ich natürlich immer darüber nach, ob ich sag schnell. Na, war die Karawane. So. Ich denke immer darüber nach, ob ich vielleicht die Magie für harte Zauber brauche, falls ich mal ganz doll im Bedrängnis bin. Diese grüne Flüssigkeit ist die Basiskomponente der nette Person heiße Quelle. Also suhl dich drin oder leg dich rein, bis du oder weich dich auf, bis dein Kopf rot, bis dein Gesicht rot wird, und deine Persönlichkeit wird sich in etwas sehr Sanftes verwandeln und dich in eine nette Person verwandeln, der die Master Porky liebt. Ja, ich glaube, das braucht man nicht so dringend. Ha! Ciao. Siehst du, die sind eigentlich billig. Eigentlich sind die billig. Wir müssen nur immer diese Penners. Ja, lauf du mal hinter uns her. Wir machen wahrscheinlich auch erstmal ihn, ne? Das war eine gute Attacke. Ciao, bello. Mhm. Oh. Hallo. Willkommen zu der nette Person, heiße Quelle. Das hier würde ich zu einer netten Person machen, die Meister Porky respektiert vom Herzen, vom Grunde des Herzens an. Benutze sie, bis du im Kopf, im Gesicht rot wirst, und du wirst dich glücklich und revitalisiert fühlen als eine nette Person. Ganz im Gegensatz zu normalen heißen Quellen musst du nur in diese grünfarbige Kapsule gehen, die dich wirklich einfach zu handhaben macht. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, hier sind... Ich will wissen, ob da unten... Ah, Pisse, der Drecksköter mitgekommen. Ja, da war ein Geschenk. Aber... Ist mir jetzt vollkommen egal schon wieder. Das geht hier rauf auf den Penner und gut ist. Der scheiß Hund, der macht ja seine blöden Feuerattacken. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. Und das hat bis jetzt jedes Mal gegen den gezogen. Ja, 52. Wir wissen's. Ciao. Und jetzt kriegst du die Hucke voll, du Arschloch. Ciao. Sehr ergiebige Runde. Also, okay, wenn wir jetzt abziehen, dass... wenn wir jetzt abziehen, dass die... Oh, Sagittarius, das war das Wassermann oder war das Waag... Sagittarius, weiß ich gerade nicht mehr. Das wäre ja ein Armband für den Buster. Als Stern- und Sternbild. Sternbild-Freak sozusagen.
of the Zodiac sein Defense plus 45. Wir hatten hier die schlechteste. Wer kriegt denn hier am meisten auf den Rüssel? Ich glaube eigentlich sie, ne? Da geht es nur 10 hoch. Gut. Jetzt könnten wir noch kurz gucken, ob wir vielleicht mit dem hier noch wen besser machen können, aber das glaube ich nicht, weil wir eigentlich immer die Sachen so zurecht gekauft haben, dass alle das gleiche haben, ne? Ja. Aber egal, eine geile Sache gekriegt, freut mich. Verpiss dich. Oha! Die grüne Flüssigkeit strahlt ominös. Tja. Sind das die Leute? Der eine da, der Mr. T hier, kommt mir nämlich bekannt vor. Hühner. Gott, hier ist schon ein bisschen krass wie bei SD Girl of Evermore. Ne, das glaube ich eigentlich nur Vari. Hier, der so ein Punker ist da noch bei. Attenzione, please! Ihr seht wirklich ermüdet aus, Jack. Aber der echte Spaß beginnt gerade erst. Okay. Klettert einfach die Leitern vor euch hoch. Come on! Kommt schon! Enttäuscht mich nicht! Jetzt! Leitern vor uns? Keine Ahnung. Ach, die Leitern. Die Stufen, ja. Safen wir das doch mal. Wer weiß, ob ich noch einen Frosch treffe. Die Frage, die Quizfrage ist natürlich. Okay. Master Jack und Freunde! Ich hab auf euch gewartet! Ich hab meinen Hut extra geändert. Also, erkennt ihr mich vielleicht nicht? Aber ich war der Chauffeur dieser langen und schwer zu fahrenden Limousine. Ich bin sehr angetan davon, euch zu sehen und dass ihr es so weit gemacht habt, geschafft habt. Ich werde jetzt bestimmen, ob ihr fit genug seid, Master Porky zu treffen oder nicht. Bitte folgt mir. Wenn ihr würdet. Ja, wenn ihr würdet, heißt das, ne? Das hier steht auf der Karte geschrieben. Okay. Was ich finde nochmal als Verbesserungsvorschlag hätte, für ein Spiel, was bald 20 Jahre alt ist, man sollte, finde ich, so eine Revitalisierungsmaschine in dem Spiel, hier gerade in dem Spiel, also in einigen anderen auch, aber also es gibt es in einigen anderen. Da bist du wirklich kurz bevor sowas kommt, ein Boss, kannst du nochmal dich aufladen. Ach, Master Porky liebt es einfach, lustige Spiele zu spielen. Also werde ich diese Super Whack-a-Mole, werde ich dieses Super Schlag-den-Maulwurf-Spiel nutzen, um zu entscheiden, ob ihr fit genug seid, ein guter Spielgefährte für ihn zu sein. Also, erlaubt mir jetzt erst die Regeln zu erklären. Wer am meisten Maulwürfe haut, mit dem A-Knopf, klar, gewinnt das Spiel. Master Porky liebt das Wort gewinnen. In den Worten, in den lustigen und humorvoll gemeinten Worten. Ja, du wirst schon wissen, was zu tun ist.
Aber wenn ihr das Spiel hinwerft, dann wird sich Meister Pork natürlich auch freuen. Okay, habt ihr die Regeln verstanden? Ja, haben wir, aber... Können wir noch kurz was einschenken. Genau, das glaube ich, mache ich jetzt noch das Spiel. Und dann werde ich speichern für heute. Ich wollte gerade sagen, ich komme mir so langsam vor, aber bin ich eigentlich gar nicht. Ich laufe halt öfter zum Speichern zurück als der Buster. Weil ich habe jetzt schon wieder, glaube ich, über eine halbe Stunde voll. Na gut, er wird es mir vergeben. Na Buster, sag einfach mal, du vergibst es mir. So. Trifft den alten Mann auf dem Helm und ihr werdet gestromschockt. Also, vorsichtig sein. Nun dann. Lasst uns Meister Jacks Herausforderer bringen. Mini Meister Porky. Okay. Ach, ein Roboter, okay. Bist du bereit, Mini-Master Porky? Also, los geht's. Ich kann mich nicht bewegen. Achso, der ist vor uns dran. Wow, unglaublich. Ihr habt... Achso, das zeigen sie nicht an, was er schafft. Okay, 10 hat er geschafft. Okay, jetzt du, Meister Jack. Konzentration. No problem hier, ja. Ja. Zeit. Und jetzt das Resultat. Master Jacks Rekord. Tada! 16. Oh, Master Jack. Was versuchst du jetzt zu machen? Du hast das alles in Laufen gebracht und dann bang, bang, bang. Ich dachte schon, ein Hammer würde zerbrechen. Hier. Lass mich deine Augen sehen. Wow. Sie sind blutrot. Blut angelaufen. Ich bin mir leider sicher, ich kann jemanden, der so furchtbar aussieht wie du, nicht Master Porky, vorführen. Hä? Ich versuch's nochmal, aber diesmal mit einem frischeren Look. Hä? Langsamer laufen kann ich ja nicht. Ja, ich werde, glaube ich, besser. Hä? Verstehe ich nicht.
vielleicht jetzt nicht mehr so viel laufen oder so. Also jetzt habe ich mich ja nicht mehr viel bewegt. Okay, das ist mir ein bisschen hoch. Na gut, Leute, sei es drum. Dann werden wir das einfach... Was denn? Ich will jetzt, hau ich mal hier auf so einen Typen hoch rauf. Achso, okay, das war's schon. Und dann lassen wir es hier nach gut sein. Ja. Now then, let's play. Hä? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Okay, ich speichere hier. Und das ist alles fit. Da gucke ich mir lieber nach. Vielleicht hätte ich irgendwas gewinnen können oder sowas. Ich weiß es nicht. Also für heute machen wir hier erstmal Schluss und dann geht es nächstes Mal weiter. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Start in den nächsten Tag oder bis zum nächsten Mal quasi. Lasst euch den nächsten Tag nicht versauen. Wäre schade drum, denn das Leben ist ziemlich kurz und ich möchte, dass ihr ein gutes Leben habt. Und deswegen haut rein, euer Shepard. Bis zum nächsten Mal. Ciao.